Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play. Ja, so meine Maus ist auch noch völlig im Wege gerade. Und zwar zu The Last Dance. Ein sehr kurzes, kleines Spielchen. Soll, ich rechne mal mit zwei Parts, höchstens. Ist free to play und ja, ich spiele übrigens allererst mal mit dem Xbox Controller. Und ich werde wahrscheinlich total verkacken, aber egal. Und gut, bei den Controls gucken. Na, ist ja ganz toll. Versuchen wir es halt mal. New Game. Supe que mi destino estaba escrito en el mismo momento en el que asesinaron a mi amada. Juré que encontraría al culpable. Y que su sangre saciaría mi sed de venganza. Hoy es el día. Todo empieza en el viejo puerto de Chicago. So, ihr seht schon ein sehr dunkles Spiel. Oh Gott, okay. Dance Night. So, zielen. So, auf XY macht man später Nahkampf. B ist zum Nachladen. Achso, ah, okay, das ist Sprung. Change Web. Okay, habe ich jetzt nur einen natürlich. Ah, okay, okay, okay. Okay. Und, kriechen kann ich nicht. Nein. Back ist okay. ¿Quién es ese? No importa quién sea, ya viste el jefe de mis padres. The Harbor, okay. Ah, okay, es geht auch. What the fuck? Irgendwo schießt da jemand an. Ach da, okay. Na. Na, wenn ihr meint. Okay, und jetzt, wie kann ich hier nicht irgendwie. Ah, okay, so kann ich. Wow. Uno menos. Okay. Fühlt sich doch gar nicht mal so schlecht an. Ist noch jemand? Scheint nicht so. Okay, die Sensibilität ist etwas stark. Für mein Verhältnis zumindest. Aber lassen wir es mal so. So, ich denke mal, da kommt auch keiner. 1934 ist also. Oh. Na so. Ach, da bist du ja. Alter. Ah, jetzt weiß ich auch, woran das liegt. Ah, okay. Normalerweise spiele ich mich mit der umgekehrten, ja, wie heißt's? Umgekehrte Sicht. Da ist gerade das Komische für mich. An Story gibt's jetzt nicht so viel, also da ist halt jetzt hier gerade Mafia-Zeiten. Und, ja, ich hief mit Jonathan. Und seine Frau wurde von irgendjemandem umgebracht und den will er halt irgendwie töten oder so. Er hat ihn jetzt gefunden. Ach, ist ja auch mal geil, dass sie einfach. Ja, ist immer geil, okay. Gibt's hier irgendwie so eine Art Secret oder sowas? Keine Ahnung. Was ist das? Nee, das ist nichts. Gut. Hier ist ein sehr kurzes Spiel. Ich erwarte eigentlich auch nichts Großes. Aber. Ach, okay, hier könnte natürlich auch. Kommt da jemand? Ist übrigens auch ein, hier, spanisches Spiel. Boah, bin ich. Das ist gerade irgendwie voll. Ach ja, genau, tut mir leid. Nein! Nein, 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 nein! Haha, wie geil! Gott, ist das schlecht. Er trifft mich nicht, okay? Oh. Aber ich bin auch zu schlecht, egal.
super. Ah, okay, ist da jetzt irgendwie der Boss drin oder was? Aeroplane? Ah, okay, die haben mich schon gesehen. Krass. Ja, geh mal mit Deckung. Okay, Moment. Ach, Kacke. Oh Gott, ist die... Ich muss woanders hin. Ich meine, aber die Steuerung ist gerade so scheiße. Oh Gott. Der lebt doch. Ach, ich dachte schon. Einer weniger. Esta noche el cielo se teñirá de rojo. So, da noch. Ach, da erst. Du jetzt! Ja, wann geht denn der kaputt? Wow. Na also. Oh. Alles geplant. Ja, bin ich gerade gestorben? Ah ne, das war ein anderer, okay. Oder was? Wie hab ich... Das war schon ein sehr großer Zufall. What's happened? Ah, okay, da hinten sind die. Tenemos que... ¿Eh? ¡Matad a ese tipo! ¡Come hoch! ¡Recargado! ¡Bist tot! ¡Nein! ¡Yo jetzt! ¡Aguanta un poco más! ¡No puede ser! ¡Na, also! Keine Munition mehr. Nicht gut, ne? Gut, ist noch einer? Gut, Munition. Ja, Mann, jetzt hab ich hier. Moment mal, ich geh mal wieder rüber. Konnte ich... Ah, jetzt komm! Halt nicht. Kann ich die Munition da aufheben? Müsste doch eigentlich gehen, ne? Alter Schwede. Na, komm ich nicht hin. Kann ich die Munition nicht aufheben? Na gut. Son como una maldita plaga, pero hoy soy yo el exterminador. Ach, da steht dahinter. Uno menos. Ist auf der... Alter Schwede. Esta noche el cielo se teñirá de rojo. Also, auf der, mit dem Xbox-Controller ist es schon wirklich viel, viel angenehmer. Levantes. Schon allein wegen dem, hier, Rattern. Dings, ihr wisst schon. Ach, ich hab gar keine Ahnung, wie es heißt, egal. Okay. Munition. Wir reden jetzt ein... Nee, ich kann nicht so reden, egal. John, shoot. Nein, schnell runter. Wir werden sterben. Uno menos. Esta noche el cielo se teñirá de rojo. Da hinten noch.
muss mich halt gerade an die Steuerung gewöhnen, aber klappt doch zumindest besser als am Anfang. Una Shotgun. What the fuck? Ah, ich dachte gerade, Spieler gestürzt. Armtour, bringen die mir überhaupt irgendwas? Wahrscheinlich nicht wirklich. Oh, jetzt habe ich eine Shotgun, habe ich jetzt gemerkt. Hier. Okay. Ah, für die Reichweite. Ich will erstmal weiterhin die da. Nein, nicht die hier. Ja, hoch kann ich nicht. Ist einfach zu schwer. Der trifft mich, Neo, Gott. Un hangar repleto de barriles explosivos. No podía. Oh shit. Einiges alles nur schwarz, weiß und rot. Bastardos no era suficiente. Der ist schon irgendwie eiskalt, ne? Quería encontrar al verdadero culpable. Y por fin obtuve la pista que necesitaba. Quel de Ben Paga, was ist das? Gut, letztes Kapitel wahrscheinlich schon. De la isla de Santa Elena. En aquel nido de perversión encontraría al asesino de mi amada. So, das sind Feinde. Ich konnte mich nicht sehen. Wie konnten die mich nicht sehen? Im Ernst? Kann ich rennen? Nee, kann ich nicht. Okay. Was ist da hinten? Na, kann ich nicht hin. Okay. Locken wir sie. Ach, Mist. Sterb einfach. Alter, wieso? Gehst du jetzt mehr in Deckung? Das gibt's doch nicht. Da. Na, ist ja ganz toll, was du machst. Was machst du? Uno menos. Ordentlich. Also war so ein kleiner Bug, würde ich mal sagen. Gut. Nehmen wir jetzt mal die da. Hier gibt es wahrscheinlich nichts mehr. Gut, wie gesagt, eigentlich spiele ich ja auf dem Xbox Controller mit der umgekehrten Steuerung. Ach, okay. Ese cabrón, eliminadlo. So, da ist unser. Oh. Unser Ziel, wollte ich sagen. Ja. Schießt einfach nicht. Na gut. Da oben steht auch uns, okay. Ja. What the fuck? Du bist auch weg. So, da sind doch noch zwei, oder? Ja, naja, müssen eigentlich zwei sein. So, ich glaube, die Shotgun haben wir dann gar nicht benutzt, aber nun gut. Vamos, inútiles! Metedle un balazo entre ceja y ceja! Nein! Wo kommen die überhaupt? So, der ist auch weg. Da hinten noch. Esta noche el cielo se teñirá de rojo. Da ist noch der oben. Komm, mit der Pistole geschickt. Ja, geschickt ist das nicht. Está masacrando. Oh Gott. Attack now. Wo der einfach so kommen?
Ah, Scaffold. Ah, da hinten. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Vosotros dos, cubridme. ¿Dónde crees que vas, Dokas? Uh-oh. ¡Hala! Verarsch mich jetzt nicht. Ah! Seht mal hin! Ah! Ah, das ist toll. Das gibt's doch nicht. Ey. Ach komm. Ich glaube mal, keiner spielt schlechter als ich, oder? Nee. Gut, Munition nochmal einsammeln. Könnte hier nochmal hilfreich sein. Hier noch. Und hier. Und hier und hier und. Ja. Gut. So, jetzt mal wieder die da. Mal nachladen. Ich zerstöre das mal lieber. Wenn nämlich welche kommen, dann wäre das nicht so gut. Seht ihr? Uno menos. Wer noch? Alter! Hast du mich gerade erschreckt? Alter, auch wie so ein Zombie. Fuck, Alter, hat er mich gerade erschreckt. Ich dachte gerade, wieso steht er wieder auf? Er lebt da oder was? Gibt's ja nicht. Übertrieben. Descendí al mismísimo infierno, convencido de que tenía que haber muerto yo. Éramos amigos, Dokers, casi hermanos, y me diste la espalda. Tu ambición no tiene límites, y cuando Gladys descubrió lo que traías entre manos, tuviste que acabar con ella. ¡A traición, maldito bastardo! Hoy te arrepentirás de haber apretado el gatillo. ¡Estás muerto, Dokers! ¡Ah, wie so schwierig! ¡Era inocente, Dokers! Geile Soundgeräusche. Upsala. ¡Eras como mi hermano! ¡Aún haben wir keine Waffe mehr! ¡Accidente! Simplemente vio algo. Ich drück doch. Su sangre por tu sangre. Nos vemos en el infierno. Master of Chuck Norris. Sé que me he ganado un billete de ida al mismísimo infierno por todo lo que he hecho. No me enorgullezco, pero te aseguro que lo volvería a hacer. Ahora tu recuerdo puede descansar en paz. Y aunque mañana amanezca en esta misma podrida ciudad, sé que nuestro último baile ha merecido la pena. Okay. Ja, das war's ja auch schon. Ich habe mich schon gefragt, wieso Last Dance, aber als dann das als dann plötzlich hier alles sah mit Mafia und so, da kommen ja oft solche Interpretationen vor. Öfters zumindest. Und ja, war so ein kleines, nettes Spiel. Also hätte ich mir da mal ausgespielt, wäre vielleicht etwas besser gewesen vom Zielen her. Gerade deshalb, weil einfach ich normalerweise mit der umgekehrten Steuerung spiele auf der Xbox. Aber nun gut, war auch klein. Ja, okay. War ein kleines Spielchen halt, so für zwischendurch, werden zwei Parts, würde ich mal sagen. Und ja, Loser-Team. Ihr seht schon hier, das Loser-Team. Ja, ist mir auch erst jetzt aufgefallen, dass es Spanisch war. Ich habe es mal davor kurz mal angeschaut und ja gut, da habe ich nichts Spanisches gesehen, aber ja, Loser Encubierto. Na dann, ein ganz nettes Spielchen und ja, gut. Ja, und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Let's Play. Moment mal, The Last Dance.
E-Uncharted? Was soll das heißen? Was heißt E? Und Uncharted? Sind irgendwie auch die Marvin Uncharted? Nee, das kann ja gar nicht sein. Okay, ja, dann würde ich mal so sagen, das sind wahrscheinlich irgendwelche Zitate oder keine Ahnung, oder wann es gemacht wurde oder wo, oder... Ich hab keine Ahnung. Ich kann kein Spanisch. Brauche ich eigentlich momentan auch nicht. 3D Max. Na, ganz toll. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Let's Play oder was auch immer, Leute. Und ja, tschüssi, bis zum nächsten Mal. Con noticias frescas. Estamos viviendo una noche extraña, queridos oyentes. Primero fue el tiroteo en el puerto de Chicago, luego un reguero de cadáveres que acabó con la explosión de un hangar, y ahora nos informan de que el cuerpo del comisario de policía Dockers ha aparecido flotando en la costa. ¿Estarán los dos incidentes relacionados? ¿El misterioso hombre de la corbata roja al que declaré mi amor incondicional tendrá algo que ver? Yo no lo sé, queridos americanos. Pero lo único que puedo confirmar es que Chicago jamás volverá a ser la misma. Buenas noches y que Dios bendiga América.